Und damit willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man in EEP Tauschtexturen anbringt für die Zielanzeigen. Und zwar geht das folgendermaßen: Die Zielanzeigen sind übrigens von CREEP und sind heute als Free-Modell im Adventskalender rausgekommen. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, und zwar erstmal müssen wir sie installiert haben. Dazu, wenn wir ihn gepackt haben, gehen wir hier auf den ZIP-Ordner und dann einfach auf Install EEP und installieren die zwei Sachen. Ich habe es ja schon installiert. Ja, dann das brauchen wir jetzt nicht. Dann hier auf Zielanzeiger. Das speichern wir uns hier einfach am Desktop dann. Ich habe jetzt hier schon eine Datei, ansonsten zieht ihr euch die raus oder so oder entpackt die. Und ja, ich habe jetzt hier eigentlich schon leere. Ansonsten entpackt ihr die, wie gesagt, oder habt die hier dann. Gut, ich kann die jetzt auch wegschmeißen. Dann nehmen wir die. Gut, ja, und dann könnt ihr das wieder schließen. Dann brauchen wir, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir öffnen das Ganze hier mit Rechtsklick mit Paint. Und dann brauchen wir hier entsprechende Texturen. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel auch den Pinsel von Paint nehmen hier und dann hier drüber malen. Aber das dauert ja Ewigkeiten und darum machen wir das nicht so. Sondern wir haben da eine bessere Methode. Dazu gehen wir auf Internet und also ins Internet und dann auf diese Seite, der Link in der Beschreibung, gehen wir auf Zielanzeigen generieren. Dann lädt das Ganze kurz und jetzt haben wir hier einen Zielanzeigengenerator. Wir geben hier jetzt Folgendes ein. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal 18:35 Uhr ALX, also Alex 351. Das ist ein Zug von München nach Prag. Dann von Gleis. Ich nehme jetzt mal von Regensburg aus, dann Ziel des Zuges Prag, ja, Hauptbahnhof und Zwischenhalte sind Schwandorf, Furt im Wald und Pilsen. Sind natürlich mehr, aber alle stehen ja da nicht immer drin. So, jetzt könnten wir hier noch eingeben, dass hier oben dann so ein weißer Rand ist. Das weiße hier Verspätung, circa 10 Minuten oder auch nicht. Das können wir weglassen oder auch machen. Ich mache es jetzt mal, weil der Zug oft Verspätung hat. So, dann gehen wir hier drauf und dann wählen wir diese Anzeige. Und dann haben wir hier das Ganze so. So, jetzt brauchen wir ein Fotoprogramm. Und zwar nehme ich hier Shorty. Der Link dazu auch in der Videobeschreibung. Wir gehen auf Bereich. Warten jetzt, bis das Verspätung ca. 10 Minuten in der Mitte ist. Ich habe jetzt das U dummerweise vergessen, ist aber egal. Und ja. Wenn ihr die Verspätung nicht dahinter setzt, also drauf, dann brauchen wir das nicht. Warten, bis die Schrift in der Mitte ist, aber bei uns ist es jetzt so. So, und dann müssen wir erstmal das erste hier fotografieren, wie gerade gesehen, und dann speichern wir das erste unter Zielanzeige 1 in meinem Fall und schließen das Ganze. Dann brauchen wir noch den unteren Teil, wo Prag Hauptbahnhof steht. Dann fotografieren wir das untere einfach ab, speichern das Ganze, in meinem Fall unter Zielanzeiger 2 oder Zielanzeigen 2 und ja, schließen das, das können wir auch schließen. Dann gehen wir wieder am Desktop, in Paint, hier auf Einfügen, dann auf Einfügen aus und dann gehen wir hier drauf, suchen uns das raus. Das erste passt sich automatisch an. Dann wieder einfügen aus, Zielanzeigen 2, dann ziehen wir das hier drauf und legen das hier ziemlich genau drauf. So,
Ja, ich habe es jetzt irgendwie nicht genau gemacht, weil hier zwei weiße Ränder sind. Das müsst ihr halt dann genau draufsetzen. So, dann schließen wir das, speichern und dann gehen wir in EIP. Unter Immobilien und Bahnhöfe finden wir die installierten Zielanzeiger. Das sind eigentlich mehr. Ja, und dann gehen wir einfach wie bei den Bodenplatten auf Eigenschaften, Ladetauschtextur, dann auf PNG. Am Desktop natürlich, wo wir sie gespeichert haben. Im Trendordner werden wir die jetzt nicht finden. Und dann nehmen wir hier einfach Zielanzeiger 01 und setzen uns das hier drauf. Das versinkt jetzt ein bisschen im Boden und dann können wir das hier so hoch nehmen. So. Genau. Und schon haben wir eine schöne Zielanzeige. Und ja, das Verspätung bewegt sich jetzt hier nicht und ja, das braucht man ja auch nicht unbedingt. Und kann man ja weglassen, wie zum Beispiel auch hier. Ja, und dann das Ganze leuchtet natürlich auch bei Nacht. Also sehr schöne Zielanzeige im Adventskalender von das EP Depot am 12. Dezember. Link in der Videobeschreibung. Und ich danke an CREEP für dieses schöne Modell auch noch kostenlos. Und ja, wenn ihr zu faul seid zum Texturen erstellen, findet ihr auf meiner Webseite FIW-Bahn. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Downloads. Da habe ich schon ein paar reingestellt, ein paar Texturen, und wenn ihr bestimmte Texturen wollt dann und zu faul seid, das Ganze selbst zu erstellen, dann schreibt ihr mich einfach an, klickt hier drauf und ja, ich mache dann die wahrscheinlich auch, werde euch natürlich eine Antwort geben. Und wenn ihr dann eine Textur bei mir wollt, klickt ihr hier einfach mit Rechtsklick auf Bild speichern unter und ladet euch die runter. Das dürft ihr jetzt machen. So, natürlich nicht mit den anderen Bildern, wie zum Beispiel in der Fotogalerie hier. Die dürft ihr nicht downloaden, weil sonst bekommt ihr ein Problem mit mir, wenn ich das rausbekomme. Aber die, hier steht es auch, ich biete diese an und so. Und ja, hier wird dann dieses jetzt Video eingefügt. Und ja, hier könnt ihr dann drauf gehen, euch das aussuchen, was ihr braucht, und dann wie gesagt mit Rechtsklick und Bild speichern runter herunterladen und in EIP dann auch einfügen. Ah ja, und nach dem Installieren der Zielanzeigen nicht vergessen den Modellscan. Gut, das war's eigentlich mit meinem Tutorial. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt und zu faul seid, selbst zu machen, ich mache das gerne, weil hier kommen jetzt dann auch noch 12 Anzeigen von Hannover Hauptbahnhof drauf. Zwei sind schon. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Like auf das Video gebt, wenn es euch gefallen hat. Und ja, die weiteren Tutorials werden sein Seilbahn und nächstes Jahr Contact Explorer. Die Zielanzeigen werden wir auch im Let's Play verwenden. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zusehen, viel Spaß damit und tschüss Sikowski.